Egal. Hallo, alle miteinander. Ich bin's, euer lieber Odo. Das ist die erste Aufnahme in unserer fünften Runde. In unserer sage ich, weil ich nicht alleine spiele, sondern gemeinsam mit meinem Freund Schweiger. Sagt Hallo, Schweiger. Also, das wird er jetzt nicht hören. Aber vielleicht sagt Schweiger Hallo zu euch. Na okay, er Ja, sagt grüß nicht. dich. Er sagt, grüß euch, echt jetzt? Nicht Hallo? Na gut, ist wurscht. Ja, wie wir schon im Livestream gesagt haben, wir starten im Abbasidenreich. Ich bin da irgendwo im tiefsten Nichts und ich rede die ganze Zeit. Die Leute, die uns auf den Livestreams dann zuschauen, werden mich auch öfter sehen. Die, die mir jetzt nur auf dem YouTube-Kanal zuschauen, werden nur das sehen, was ich sehe. Gut, Schweiger, wir können ja, losfahren. Passt. Ich habe Pause und ich zeige allen, was du so tust. Du zeigst allen, was ich so tue. Ich weiß noch nicht einmal, was ich tun muss. Ja. Mich überhaupt nicht erinnern, was letzte Woche war. Hey! Es passiert gleich was. Clearly Emir Tahir saw the wisdom in our demand, for he has caved to it. Members of our faction gathered it. Echt jetzt? Das ist nicht schlecht. Ich hatte schon die Befürchtung, ich muss gegen meinen Emir kämpfen und jetzt hat er Macht verloren. Weil er unserem Faction-Führer hat er was geschenkt. Ich bin nicht glücklich damit. Hast du es mitgekriegt? Ja, am Rande, weil bei mir hat sich wieder Schreckliches ergeben, weil mein großes Gedicht nicht weitergeht. Echt jetzt? Ach, du Armer. Es ist wegen des Krieges, in dem ich involviert bin. Ja, ich drehe mal ganz kurz auf Pause, weil irgendwas will mein Emir von mir. To the sincere Hajjaj Muhammad al-Afshin. Your wisdom and mercy are legendary. Ah, er hat es also auch schon mitgekriegt. We propose that Farhad become the guardian and mentor of little Yasana Yusef Dokt. So she can be raised as a proper Khorasani Sunni. Das ist eine große Ehre. Ich könnte meine Nichte vom Hof wegschicken. Das ist die Nichte, die meinem jüngeren Sohn versprochen ist. Ja, ich glaube fast. Ja, das machen wir doch glatt. Das macht vielleicht den Emir noch glücklicher mit mir. Er hasst mich sowieso schon. The Tradition Faction of Al-Kufa is now neutral. Ja, also ich schaue mir jetzt ganz kurz meinen Emir an. Wir können, wenn du möchtest, weitermachen. Das machst du. Du hast auf Pause gedrückt, du Ach machst so. Dabei. Ja, ja. Nein, weil du normalerweise auf Dings gehst. Weil ich meistens auf Pause drücke. Ja, stimmt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn du... Er hat jetzt zwar die zwei Emirate, aber nur noch zwei Scheikdoms. Das heißt, eigentlich ist er machtmäßig ein ziemlicher Lulu mittlerweile. Und wenn mein Sohn an die Macht kommt und... ich weiß schon wieder, ich kann mich wieder erinnern, dass das Problem war. Ich bin nämlich Tribal und nicht im Diktar-System, was absolut irre ist. Weil mein Vater mir damals Hafa überantwortet hat. Und das ist ein Tribal Country, wie wir hier sehen. Ja. Tradition Faction of Al-Kufa is now friendly. Na schau an. Ist eh klar, dass wir jetzt friendly sind. Du hast ja schließlich uns gegeben, was wir wollten. Was heißt uns? Unserem Fraktionsführer, verdammt. Und ich schau leer durch die Finger. Wie ist denn das mit unserem Fraktionsführer? Wie geht dein Krieg? Ich meine, du machst also ja nicht so wie es ausschaut. Oder? Naja, ich mache überhaupt nichts hin. Aber so wie es ausschaut, gewinnt denn mein Emir souverän. Der Warscore ist momentan bei über 70%. Es geht um die Region Absaran, die am Kaspischen Meer liegt, nördlich unseres Emirats, und so wie es ausschaut, wird sie bald zum Abbasidenreich gehören. Naja. Und wird mein Emir wohl bald haben. Obgleich unser Kalif ein Vollkoffer ist, ja, ist unser Reich. Gedeiht das Abbasidenreich. So, mein älterer Sohn Mehmet ist aiming for the stars. The ambitious little brat. That is only right, ist eine Möglichkeit, dann wird er ambitious, oder ambition will not serve him, dann verliert er ambitious, aber ich will, dass er ambitious ist.
Das will ich unbedingt. Das ist sogar sehr toll. Mihemet ist jetzt ambitious. Das gibt ihm +2 auf alle Talente und er ist bis jetzt schon wirklich gut und jetzt ist er noch besser. Ja, also mein Sohn wird, glaube ich, ein guter Nachfolger werden, wenn ich dernst nicht mehr sein soll. Na gut, wie geht's bei dir Ja, momentan? bei mir geht es eigentlich ganz gut. Mein Fraktionsführer hat jetzt zwei Gebiete, nämlich Bagdad und Nachrawan, was er schon vorher gehabt hat. Der ist eigentlich jetzt ziemlich mächtig. Mein Emir hat nicht nur, dass er Bagdad abgegeben hat, nein, er hat noch ein zweites Gebiet, nämlich Al-Hilah, auch abgegeben an irgendeinen Typen, der allerdings noch keine Kinder hat, weswegen der Emir derzeit selbst noch erbt. Das ist eigentlich ganz gut. Mein Emir ist dadurch relativ schwach. Vielleicht könnte ich ihm doch das Emirat abnehmen irgendwann einmal. Eigentlich müsste ich mehr Anrecht auf das Emirat haben als er, weil ich habe immerhin vier Regionen in dem Emirat und er nur eine eigentlich. Oder zwei. Nein, eine nur noch. Nur noch ein einziges Gebiet in dem Emirat, nämlich Al-Kufa, die Hauptstadt. Ja. Das Problem ist halt, er hat das zweite Emirat halt auch noch. Und im zweiten Emirat ist er halt. Wenn ich jetzt mit ihm Krieg erklären würde, würde natürlich mein Factionführer mit ihm den Krieg führen gegen mich, anstatt auf meiner Seite zu sein. Vielleicht sollte ich das nächste Mal dem Factionführer Ich sagen. glaube, du solltest abwarten, was der Factionführer macht und das eher Ja, ausnutzen, was nein, sich da ergibt. ich werde sicher nicht anfangen, jetzt Krieg zu führen mit dem. Auf keinen Fall. Ich bin viel zu feig dazu. Und vor allem, ich glaube, nachdem er ein zweites Emirat hat, er hat immer noch 3000 Truppen zur Ja, ich Verfügung. weiß, ich Jetzt. weiß. Na, mit meinem Factionführer gemeinsam wäre ich jetzt wahrscheinlich stark genug, um es mit ihm aufzunehmen. Aber, wie schon gesagt, am liebsten wäre es mir, wenn ich Factionführer wäre und das nächste Mal die Demands stelle, wie zum Beispiel das Emirat von Al-Kufa. Er behält das Scheichtum, aber ich bekomme das Emirat. Ja. Ich bin mir nicht sicher, In wie ich ihn. non-related matter, mein Spy Master, mein James Bond, hat wieder ein Kind bekommen, erneut eine Tochter. Und viel besser ist auch, dass mein Lehnsherr, der Emir, ständig neue Kinder kriegt, jede Menge, und alle sind weiblich. Momentan vier Stück. Die sind so richtig wie Puppen nebeneinander. 4 Jahre, 3 Jahre, 0 Jahre. Oh, jetzt sind es 2 mit 0 Jahren, also jetzt kurz hintereinander. Er hat drei Frauen und vier Töchter. Und ich hoffe, das bleibt dabei, dass er keine Söhne kriegt. Weil dann fällt das Emirat an den Sultan, nicht an den Sultan, an den Kalifen zurück. Also wenn er mal sterben sollte, ist er immerhin jetzt schon 40 Jahre alt. Und wer weiß, was dann passiert. Es kann noch besser werden für mich. Vielleicht kommt dann ein Kurde als neuer Emir. Jo, mal abwarten. Ich Okay. glaube, die schicken einen Araber nach dem anderen dort drauf. Du weißt ja, wie das mit den Kurdengebieten ist. Ja, na, man kann immer noch hoffen. Ja, hoffen kann man ja. Das stimmt, das stimmt. Gut, was passiert hier unten alles? Wieso führen die da schon wieder so viel Krieg an meiner Grenze? Das macht mich total narrisch. Sind wir die einzigen Emirate, die keine Kriege führen wollen? Was ist Nein, denn? jetzt ist eine seiner Frauen bei der Geburt gestorben, aber hat ihm noch einen Sohn geschenkt. Jetzt hat Oh. er endlich einen Sohn verflixt. Er ist sofort sein Erbe geworden. Ah! Ja gut, das war wohl nicht zu vermeiden. Ja, das. Ärgerlicher ist, dass ich immer noch keine Kinder habe, also keine 19 habe. Was willst du für Kinder haben? Ich meine, es reicht ja wohl ein Sohn. Ah, je mehr, desto besser. Ja, ich So. weiß. Nein, So. nein, okay, warte mal, da passieren Jetzt gerade ist ein paar was. Sachen. Ja, ich passiere auch bei mir passiert eine Menge. Fang du mal an. Nein, das ist eh etwas, was du wahrscheinlich auch gesehen hast. Der Sultan da in Ägypten hat schon wieder ein Emirat erobert. Das ist mal das eine, was passiert ist. Und zwar Assiut hat er jetzt erobert, soweit ich das mitgekriegt habe.
Und was ist das? Emir al-Ala of Azd Emirat has usurped the title Shaikhtim of Absharan vom Sultan Haytham of irgendwo. Was ist Ja, das? Ah, das ist deiner. Das ist ah, ja, interessanter, ich genau. Erkenne, das ich erkenne spielt die in meinem Dings, ich Bereich erkenne hinein. die Farbe. Ah, nein, das wollte ich nicht anklicken. Wie komme ich dorthin? Da? Ah, so komme ich hin. Ich sehe, du hast da oben, ihr habt da oben was erobert. Und das gehört jetzt deinem Richtig. Sultan, Ja, deinem Scheich ich. oder deinem Emir oder direkt? So, warte mal. Ja, sag das mal, gehört direkt deinem Emir. Okay, also beide Kriege, die. Jetzt muss ich mal mich erst wieder zurechtfinden hier. So, beide Kriege. Nein, nein, das betrifft nicht den Krieg. Aha, der ist jetzt Sultan geworden. Wer? Mein Emir hat sich zum Sultan aufgeschwungen. Da steht Emir. Nicht Sultan. Ah, nein, nein. Hier zum, ja. Nein, das war der Sultan da unten, der wie heißt der? Ja. Der in Kairo sitzt halt, keine Ahnung. Ja. Nein, nein, nein. Sultan Musahim, irgendwas. Nein, Sultan Haytham, das hat mich verwirrt. Sultan Haytham, das ist derjenige, den wir angegriffen haben. Ah, verstehe. Ja, das hat mich jetzt kurz verwirrt. Okay, er hat den Krieg verloren. Die Absaran ist jetzt. Was? Also das Scheichtum. Das Scheichtum von Absaran ist jetzt Teil des Azd Emirates geworden. Das ist das Wesentlichste. Okay. Und bei mir an der Grenze. Ich warte darauf ab. Warte, das war es noch gar nicht. Ja, ich warte noch ab, was mit dem Scheichtum passieren wird, ob er das vergibt oder es sich selber behält. Und wenn er es vergibt, dann wen. Außerdem ist Scheich Hisen von Marrakech in Tabriz angekommen und hat bei mir meine Audienz angesucht. Das ist einer der beiden anderen Kurden-Scheichs in dem Emirat und das ist der Anführer der Glory Faction und er will, dass ich dieser wieder beitrete, nachdem ich mich ja jetzt doch eindeutig bekannt habe zur Was heißt eindeutig bekannt Prosperity Faction, der ich momentan wieder angehöre. Das heißt, immer ich werde zu sein dem, der zu dir kommt, oder? Nein, ich werde jetzt höflich zu ihm sagen, er soll zum Teufel gehen, dann mag er mich 10 mehr 60 Monate lang, wenn ich es höflich sage, das tue ich. So, ich will zum Teufel gehen. Und er mag mich jetzt. So, damit sollten die Ereignisse bei mir jetzt einmal gegessen sein fürs Erste, bis es könnte sein, dass in den nächsten Tagen dieses neu gewonnene Emirat Scheichtum vergeben. Jetzt, darauf hoffe ich nicht. Aber das werden wir sehen. Ich meine, der hat nicht so viele Titel, der hat erst 4 Titel. Ich glaube eher, dass er das, dass er diese, was ist, Vilaya of Ahar, ist das ein Dings, ist das eine Moschee? Na, würde Burg. Ich stark vermuten. Naja, das wird er nicht hergeben, das ist eine Burg. Ja. Ja, er hält so viel, wie er halten darf. Also wahrscheinlich wird es sich vorübergehend mal behalten. Schaut sehr danach aus. Wo kann man das bei anderen sehen, wie viel sie halten dürfen in der Domain? Es steht direkt bei, wenn du ihn anklickst, bei seinem Personenbildschirm, rechts in der Mitte. Domain, da hast du zuerst die Wappen von den Gebieten, die er hält. Mhm. Und darunter ja, sind mehrere Daten. Links darunter 3. ist die, seine Militärgröße, die ist sehr wesentlich. Sein Prestige ist auch sehr wesentlich, weil er damit schnell Truppen ausheben kann, wenn er gut drauf ist. Vasallenlimit, Reichtum und eben seine Domaingröße. So, mein Großvezier hat erneute Beziehungen zu Emir al-Ala verbessert. Er mag mich jetzt noch mehr. Meine Güte, ich bin so eine Nulul-Nation, das ist unglaublich. Ach weh.
Was bringt es einem, vier Regionen zu haben, wenn das nur Wüste ist? Bewässere sie. Entschuldigung, ich trinke nebenbei. Bewässere die Wüste. Ich bewässere die Wüste. Ich bewässere mich mehr oder weniger. Samosborn, Tuvali und Nunisa. Wer ist der Wali? Mein Kord-Imam. Ah, auch die Geistlichen dürfen Kinder kriegen hier. Oh, ich sollte meinen Sohn jetzt aus der Moschee rausholen, damit ich ihn verheiraten kann. Ja, das werde ich jetzt machen. Was nochmal? Was Ich, musst du mit mein deinem Sohn Sohn, machen? ich habe meinen Sohn ja eine Moschee gegeben. Die Hab's doch Moschee schon von getan. Salmas. Allerdings kann ich ihn dadurch jetzt nicht verheiraten, außer mit Frauen, die ich an meinem Hof habe. Obwohl, ich könnte eine Frau an meinen Hof rufen Aber und hast sie du nicht. mit. Ach so, stimmt. Du hast das nicht gemacht. Ich habe das gemacht, weil du gesagt hast, du kannst ihn nicht mehr verheiraten. Ja, Deswegen habe ich nein, ihn ja betrothed. nein, ich will ihn nämlich verheiraten mit ich will ihn eins der anderen beiden Kurden Scheichtümer einheiraten, wenn es geht. Da gibt es ein paar Kandidatinnen. Töchter, ja. Und na, das sind aber ziemlich jung. Trotzdem. Aber dann muss ich ihn zurück nach Hause holen. Das lässt sich nicht. Will er mich nicht mögen jetzt. Ich werde seinen Titel ihm entziehen. Oh, verdammt, ich sehe ja, seh gerade das Mädel, mit dem ich meinen Sohn verlobt habe. Deren Vater ist in der Zwischenzeit verstorben. Ich darf Grief. sie ihm nicht entziehen. Was? Ah! Die Moschee? Ja, weil die Crown Authority nicht hoch genug ist. Okay, Plan B, ich hole eine Frau in meinen Hof und verheirate die mit meinem Sohn. Okay, gut. Wie alt ist er denn jetzt? Ist er schon erwachsen? 15? Meine Güte. Da sieht man erst, wie alt man wird. Wenn man sich die Kinder von den Leuten anschaut. Ah ja, wirklich. Oh Gott. Er mag zwar gute Werte haben, aber er schaut nicht besonders hübsch aus auf meinem Bildschirm. Ja, auf meinem schaut er hübsch aus. Man hat außerdem gerade einen Punkt Diplomatie verloren. Was? Nein! Oh, ich sehe gerade gerade auf in seinem dem Moment, Bildschirm. Wo ich dort war, Sieht genau er in dem wirklich Moment, nicht? wo ich dort war, hat er 16 gehabt und plötzlich springt es um auf 15. Was? Ah, was ist jetzt passiert? Jede Menge. Bei dir? Ja. Ich schalte wieder um. Irgendjemand hat einen neuen Titel kreiert. Ja, ja. Da hat einmal mein Großvezier die Beziehungen vergurkt. Das ist nicht gut. Aber warum zum Geier habe ich ihn dahin geschickt? Er hat die Beziehungen mit Bürgermeister Sayan von Havi verschlechtert. Aber an den Beziehungen bin ich überhaupt nicht interessiert. Der sollte eigentlich bei meinem Lehnsherr stehen. Und dort. Das ist ein bisschen komisch. Er steht nämlich bei meinem Lehnsherr. Hm? Ja, wie auch immer. Dem gehe ich nicht weiter nach. Gut, eine Frau ist an meinen Hof angekommen. Bist du ihre? Sie Die so ist sehr begabt. Gut. Ja, die wird sofort mit meinem Sohn verheiratet. Bist du ihre? So schnell kann er gar nicht schauen, wie er dir heiratet. Oder zumindest sich mit ihr verlobt. Ja, und dann, ja, Emir Asim von Al-Asihi. Ja, das schaue ich mir gerade an. Der hat einfach eine Art Herzogtum gegründet. Ja, genau, das ist ein der weiteres hat Herzogtum. Sein Herzogtum quasi gespalten in zwei Herzogtümer. Also ein Emirat, ein weiteres ja, Emirat. Ein Emirat, gesagt. Allerdings heißt es dort nicht ja. Emirat, sondern Chunt. Aber Asim. Aber ah, ja. Es ist sowas ähnliches wie ein Emirat. Ja. Es hat Scheichtums unter sich und ja. So, mein lieber Sohn. Arranged Marriage. Für das, dass er so klein ist, hat er ganz schön viel. So, das ist wichtig für die Zukunft, weil er wahrscheinlich mehr Nachfolger wird. Wali Mihemet
wird jetzt Ariman, die gerade neu an meinen Hof gekommen ist und viel Geld und Prestige und tolle Werte hat, heiraten. Er sagt, er wird Yes dazu sagen, das heißt Send. Möget ihr glücklich miteinander werden. Okay. Du lässt deinen Sohn mitreden? Ja, weil er ein weil er schon Moschee hat. Und weil er eine Moschee hat, ich weiß. Ja. Hey, es gibt eine Funktion, die nennt sich Go to the Barber. Was macht die? Kriegt dann einen anderen Bart? Dann sieht sie anders aus. Warte mal. Also mein Sohn hat geheiratet. Auch irgendwas? Nein. Ja, jede Menge. Gerade. Oh, nein, das betrifft mich nicht, sondern einen meiner Höflinge, der hat eine Tochter bekommen. Gut, gut, das war's dann wieder bei mir. Ich werde mir inzwischen anschauen, wie gut jetzt die Patronessung ist. Wir waren offensichtlich gut zu den Leuten. Wir haben 15 Pietät gekriegt, weil wir die Leute in der Wüste gefüttert haben. Du und ich? Nein, ich. Ja, dann sag bitte ich und ich. Ja. Also wir von Allahs Gnaden quasi. Ja, genau. Your report from Hafar! Das klickst du einfach weg. Was? Nein, ich hab's nicht weggeklickt, ich hab's schon durchgelesen, ich hab dir das gesagt. In Hafar hat mein Imam offensichtlich Charity hergegeben und diese Charity war gut genug, um die Leute dort glücklich zu machen. Ja. Und mir Pietät zu gewähren. So! Ich glaube, ich werde ihn gleich woanders einsetzen, hier in meiner Hauptprovinz. One week claims can be pressed. Hey, das könnte interessant. Warum das? Ich habe passiert, weil sobald du soweit bist, werde ich dir ein paar Ereignisse erzählen, die in meinem Reich passiert sind. Okay, gut, 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 gut. Ich könnte für meinen Halbbruder Ustrushan claimen. Oder eigentlich auch für mich. Der Halbbruder, der dich hasst, wie die Pest. Der Halbbruder, der mich hasst, ja. Dann wäre ich ihn wenigstens los, wenn er Ustrushana hätte. Wo ist Ustrushana? Ustrushana. Das ist. Oh, das wäre super, wenn er dort wäre. Das ist. Wie soll man das sagen? Wo ist das? Irgendwo zwischen Persien und Afghanistan. Nein, nördlicher irgendwas, Kirgisien oder so irgendwas. Okay, ich glaube, ich werde darauf verzichten, diesen Claim anzunehmen. Diesen Claim einzunehmen. Ja, du kannst mich gern haben. Wie komme ich zu einem Claim dorthin? Wahrscheinlich durch meine Mutter oder so irgendwas. Ja, okay, erzähl, was ist bei dir passiert? Ja, erneut ist mein Rat besorgt, weil mich meine Frau immer noch keine Kinder geschenkt hat. Und sie, der Kordimam will sie wieder untersuchen, ob sich was Neues ergibt. Und da bin ich natürlich voll dafür. Und ich schicke meinen Kordimam hin, um meine Ehefrau darauf zu untersuchen, warum sie mir immer noch keine Kinder schenkt. So, das ist das Erste. Und das Zweite, ich lese vor. Mhm. Work continues on your epic poem. But as of late, you find it lacking a certain something. You need some inspiration, something to shake up your creative juices. Where will you look for that inspiration? Entweder with women and plenty of them. da würde ich ein bisschen Pietät verlieren und lastvoll möglicherweise werden. Außerdem wird mein Gedicht fortschreiten. Das ist die erste Möglichkeit. Oder with a great deal of wine. Auch da schreitet das Gedicht wahrscheinlich weiter. Ich würde Pietät verlieren und ich würde möglicherweise ein Drunkard werden. Mhm. Das ist, wie man sich denken kann, insgesamt nicht allzu positiv. Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gedicht da so stark weitergeht, wenn du anfängst, Alkoholiker zu werden. Na, hast du eine Ahnung. Du bist Mage-Fremd. die nächste Möglichkeit ist, with song, merriment and trouble. Auch da geht das Gedicht wahrscheinlich weiter und ich verliere noch viel mehr Pietät und Prestige. Oder
Oder? Why Aber must du I wirst limit nicht myself? irgendwie. Aber du verlierst nicht einen netten Trade oder so irgendwie dadurch, oder? Naja, eigentlich nicht. Ich krieg nur unnette Trades. Jedenfalls, why must I limit myself to just one thing ist auch eine Möglichkeit. Auch hier, da ist sogar die Chance extrem hoch, dass mein Gedicht weitergeht und zwar ordentlich. Da verliere ich Pietät, kriege Prestige und könnte lastvoll oder Drunkard werden. Und was ich in jeder von diesen Varianten werde, ist dekadent. Ich lese vor, was dekadent ist. Soft living and flagrant debauchery has turned this character decadent, a living offense to all righteous Muslims. Decadent characters residing in the realm of their dynasty head will make the entire dynasty appear decadent to all Muslims. Da verliere ich im Monat eine Pietät, das ist ziemlich viel, und Ja. Muslim Opinion ist minus 15 von mir. Und da komme ich nicht drum herum. Alle Varianten, wie ich mein Gedicht jetzt inspirieren lasse, führen mich auf den Weg der Dekadenz. Sehr Da gut, hätte, das sehr hätte ich mir gut. zweimal überlegen sollen, bevor ich Poet werde. Naja, aber nachdem meine Frauen mir immer noch keine Kinder geschenkt haben in den letzten Jahren, Nimmst du das Lastful-Ding? werde ich, glaube ich, mit Frauen Inspiration suchen. Nachdem ich den Chord immer schon zu meinem Eheweib gesandt habe, werde ich gleich hinterher gehen. Und sobald er weg ist, werde Vielleicht ich auch sollte sich nachschauen. dir mal deine Sachen anschauen bei dir. Nein, 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 das kann nicht sein. Das ist meine Frau. So, ich kriege das jetzt an. So, schau mal, ob mein Gedicht weitergeht und ob ich lastvoll werde. Ja, you have gained the trade lastful. Na, schau Meine das an. Pietät geht den Bach runter und meine Fertilität geht den Bach rauf. Außerdem frage ich mich gerade, ob mein Gedicht weitergegangen ist. Wo sehe ich das? Kann es sein, dass es da versteckte Traits gibt, wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit? Ja, gibt es. Das ist nett. Ich sehe nicht, wo, also ich sehe nicht, wo mein, also ob mein Gedicht weitergegangen ist, aber das werde ich nachher suchen. Gut, ich drücke wieder auf Play. Ja, drück auf Play. Und bei mir passiert irgendwas. Your reports from Albatija. That is charity work. Hey, der ist ja super. Mein Court-Imam. Der geht von einem Ort zum anderen und macht die Leute glücklich. Und steigert meine Pietät. Ich weiß noch nicht genau, was mache ich mit der vielen Pietät jetzt. Ich habe 230. Was kann man mit der Schau mal Pietät machen? in Ah, stimmt, da Intrigefenster kann kannst man du ein was paar Dinge machen. fressen. Da kann man was Übrigens, Sachen kurze kaufen. Zwischenmeldung mir, der Imam hat meine Frau untersucht und mich nebenbei auch und meint, wir sind super voll in Ordnung und eigentlich müssten wir bald Kinder haben. Ich bin invigorated, meine Fertilität ist noch höher. Also wenn es jetzt nicht bald Kinder gibt, dann weiß ich nicht, was los ist. Was in mir ist er auf Philistin has usurped the title Shaikhtim of El-Kai from Said al-Yamini. Wo ist das? Das ist da hinten. Das ist nicht einmal im Das ist, Abessidenreich. ich frage mich gerade, warum ich diese Meldung kriege. Ja, ich frage mich auch. Das ist außerhalb von unserem Gebiet. Ja. Das ist auch so ein freier Emir. Aber ein ziemlich großer. Das ist quasi ganz Israel oder fast ganz Israel. Palästina, bitte. Palästina, Entschuldigung. Oder das heutige Israel halt. Your court imam Wali reports that Mayor Sharus of Nifa has been humbled by your endless generosity to the poor in Albatija. The peasants are singing your name. A job well done. Oh, das ist gut. Mein Bürgermeister mag mich mehr. Ich meine, der hat mich eh schon immer gemocht, aber ja. So, wie ist das eigentlich jetzt? Ich kriege aber auch keine zusätzlichen Kinder mehr. Ich habe nur einen Sohn. Und zwei Töchter. Aber immerhin habe ich zwei Töchter auch noch. Die kann ich wenigstens Skandal! verheiraten. Was denn? Skandal! The world is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors have reached you that people are conspiring to kill your son, Chakoya, das ist mein jüngerer Sohn. Echt arg. Ja, Und this nicht is gerade hier. worrying. This is worrying. Was soll ich da? Der ist ja nicht einmal interessant in irgendeiner Weise. Der ist sehr begabt. Ja, und Ich deswegen wollen sie ihn dürfte. umbringen? Nur weil er Ich gut mit der könnte ihn Fiedel jetzt sich umgehen verstecken kann? lassen. Nein, tu das Soll ich? nicht. Verstecken lassen ist fürchterlich.
Da kannst du nichts mehr machen Okay. mit ihm. Dann verkümmert er da Okay. vollkommen. Dann Lass ihn schicke lieber ich ihn. umbringen. Besser Okay, ich weiß nicht, ich sterben habe jetzt zwei als. Söhne. Außerdem habe ich bald noch viel mehr Söhne. Ja klar, das sagen sie alle. Okay, also ich lasse ihn nicht sich verstecken. Und ich hoffe, er überlebt. Was sollte denn das kleine Kind umbringen wollen? Ja, ich weiß nicht, irgendjemand bösartiger. Schau bei den Intrigen nach, da könnte es eh dabei stehen. Ha, Known Plots. Mein blöder Emir versucht noch immer, das Scheichtum auf Hafar zu kriegen. So ein Ja, meiner Idiot. will das Scheichtum von Marageth reopen. Das werde ich ihn aber sicher nicht lassen. Was ist das Scheichtum auf Maragef? Ein weiterer Kurde. Achso, ein. Das ist Dein. einer meiner beiden Kurdenkollegen. Und die Ja, möchte besser ich der als möglichst. du. Das stimmt allerdings. So, warte mal. Ramadan kostet 100 Goldstücke. Was bringt der bitte? 15 Pietät und Pietät pro Monat und ich nehme an, einige Ereignisse. Ja, vergiss den Ramadan. So viel Geld habe ich nicht. Hast du auch Give Sadaqa for my sins? Ja, habe ich. Ja, das habe ich auch, aber ich werde es nicht tun, weil Gold ist einfach zu wertvoll. Ich möchte Gebäude Ja, bauen können. ich möchte auch Gebäude bauen. Prestige ist, Wobei, glaube ich ich. überlege gerade, ich glaube, ich werde im Tribe Sachen bauen. Wenn ich den Tribe aufbaue, dann wird das eh mit übernommen, oder? Wenn du den Tribe zu einer Burg machst, weißt du das? Ja, aber nur, es wird umgewandelt. Aber ich glaube nur, man muss es auf Größe 2 haben, damit es in Größe 1 umgewandelt wird, wie einen ähnlichen Gebäudetyp und sowas. Ja, zumindest den Market Village oder so irgendwie ganz gut, weil das bringt mehr Tax Income. Aber das mache ich Übrigens nicht in Prestige. Hafer. Hohes Prestige verbessert die Beziehungen ganz allgemein. Außerdem sind das dann die Punkte, die du kriegst, wenn du Ja, stirbst. ich weiß, aber Prestige habe ich eh recht viel. Und Das ich ist glaube, ganz im gut. Krieg gibt es manche Optionen, mit Prestige Truppen anzuwerben. Ah, Das weiß ich ich aber dachte, nicht die mehr kann genau. man, Söldner kann man mit Geld kaufen, das weiß ich. Söldner mit Geld, aber es gibt dann bei Intrig, je nachdem, was für Kultur und sonst Religion du angehörst, gibt es dann Optionen, irgendwelche Truppen anzuheuern im Prestige. Das ist relativ relevant. Also ich kann mich erinnern, dass es als Wikinger ging. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Kulturen aussieht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich sehe da gerade eine Truppe vom Sultan Musahim den Fetten mehr oder weniger durch mein Gebiet durchlatschen. Mit wem führt denn der Krieg gerade? Das sind immer noch die Perser da, glaube ich, und Nein, Isfahan. nein, 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 nein. Der Sultan, der Ägypter, muss mit irgendjemandem Krieg führen. Sultan Musahin? Ja. Mit wem führt der Krieg? Mit Scheik Rashid of Al-Asha. Ah, in einer Revolte. Da drüben. Oh, das ist wirklich interessant. Deswegen Diese latscht er Revolte hat gerade. keine Chance, aber ich frage mich, wie groß ist dieses Sultanat? Was gehört Der dem ist ein alles? Wahnsinn. Der ist jetzt schon monströs riesig. Der Sultan. Ich würde mal sagen, der hat die größten Chancen, irgendwann mal selber Kalif zu werden oder zumindest sein Sohn oder so. Nein, 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 nein. Unser Kalif hat schon einen Sohn. Ja, Prinz klar. Abdallah des Abbasidenreiches, der 14-jährige Sohn des Kalifen. Ja, Prinz Abdallah der Dumme. Ja, genau, im Imbezin. Werte 0 durch die Bank. Es ist ein Wahnsinn. Imbecil, Novice Fighter, Gluttonous und Craven. Der hat die absolut Obwohl, perfekten es sind noch Werte. passiert. Ich anpause, Was? damit wieder was passiert. Ja, nein, warte mal, Obwohl, warte mal, wir warte mal, brauchen bevor du gar anpaust. nicht Ich anpausen. werde jetzt, Dings, ich werde jetzt auf die erste Aufnahme stoppen. Ah.